An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, ex-Besnas. Der Einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. So, jetzt merkt man die leichten Ladeprobleme in dem Ganzen. Das ging jetzt eigentlich ziemlich schnell mit dem Laden. Zum Glück. Und ja, wir spielen jetzt in Indien. Als Yuri, also als Russe. Ja, ich hoffe, jetzt. Hier liegt Soap auf dem Tisch. Was ist das? So, hier. Wo auch immer dieser Helikopter jetzt herkam. Personen gerade. Wie gesagt, dieser Taskforce wurde jetzt als Reserved eingeschlossen, also in Deutsch auch verleumdet. Das bedeutet, dass quasi sie keine, kein Part mehr der Armee ist, sondern dass es hier an sich offiziell nicht mehr gibt, sondern dennoch sind quasi noch ein paar Leute wie Price, letztendlich Soap, Nikolai, hier treu geblieben. Ja, die restlichen wurden ja durch Shepard getötet. Hier Ghost Roach. Das war ja eigentlich der Grund, warum hier das verleugnet eingezogen wurde. So, meiner Meinung nach spielen wir jetzt hier eigentlich gegen Shepards Leute und nicht gegen Makarov, wobei ich denke, dass Makarov das Kommando über die Leute von Shepard übernommen hat, da ja Shepard letztendlich gestorben ist. Muss man helfen. Dürfte Adrenalin sein. Sie sind auf dem Dach. Wir müssen Soap zum Heli bringen. Yuri, du bleibst Yuri hier rüber. Wie der Desert. So, das ist die Desert Eagle in dem Spiel. Die haut genauso ab wie in den anderen schon. So, wir düsen jetzt erstmal zum ersten Insel-Item, was direkt hier im Hof liegt. Da hätten wir 8 gefunden. Und hier müssen wir jetzt sorgfältig den Hof säubern. Jeder von, wie gesagt, die sehen ja wirklich mehr oder weniger danach aus wie Shepards Leute eigentlich. Weil letztendlich ist ja rausgekommen, dass Shepard quasi Auftraggeber für Makarov war. Wenn einer natürlich wegfällt, übernimmt der andere dann das Kommando, also auch über die Leute. So denke ich mir das mal. So. Irgendwo. Keiner mehr. Oder? Nee. So, jetzt macht Price, habe ich da einmal das Tor auf. Russische Drohne über uns! Ja, das ist doof. Es gibt ein Waffenlager am Stadtrand. Dort haben wir eine Fahrzeugdrohne. Dann versuchen wir damit zum Hubschrauber zu kommen. Und los geht's. Also hier merkt man das schon langsam, dass die Problematik Drohnen kommt. Das erinnert mich dann irgendwie auch an Black Ops 2. Hui! Also, Black Ops 2 ist ja mit dem Drohnen noch deutlich verstärkt. Oh. Uiuiui. Jetzt ist die Frage, wo die Schüsse hier herkommen. Von hinten auf keinen Fall. Da warten wir einfach kurz. Irgendwie 36. 800 von. E-Juden. Ich glaube, wir gehen hier ins Häuschen rein, holen das Insel-Item ab. Das
209. 4 gibt es insgesamt in der Mission. Geht's hier lang? Das ist eigentlich mit der beste Weg. Hier ist eigentlich ziemlich schnell der Weg, da man hier kaum auf Widerstand stößt. Die Drohne kommt zurück! Wie gesagt, kaum auf Widerstand. Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus. Scheiß Mauspad. Hier soll man auf alle Fälle aus dem Sperrfeuer gehen, dann ist man schneller tot, als man Nikolai, wir brauchen sofort denken kann. Die Fahrzeugdrohne. Gleich ist es geschafft! Durch das Gebäude! So, jetzt hier erstmal ins Gebäude rein. So, hier sind die Zivilisten drin, also nicht feuern, sonst fehlt die Mission. Geh rein! Los geht's. So, hinten ist dann gleich die Fahrzeugdrohne. Die trifft man hier meistens eng. Also hier unten macht er dann gleich die Türe auf und dort liegt dann auch schon das Intel-Item. Na komm, lass mich rein. Ich sehe sie. Nämlich in dieser Ecke. Genau da. So, damit hätten wir 10 schon gefunden. 46 in dem Spiel, also noch eins mehr als in MW2. 2 cm dicke Panzerung. Minigun und Granatwerfer. Jo. Schöne Drohne, ne? Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Ja, kannst du auch mal was lernen. Der Hof ist gesichert. Wie ist Zustand? Sehr schlecht. Wir müssen ihn hier raus. Sockt er sich quasi hier in die Drohne ein. Und dann haben wir auch schon das Kommando darüber. Was jetzt irgendwie ganz komisch ist, wenn man sich hier Nikolai anguckt, ist das Juri. So, aus dem Helikopter weggeiern. Das ist auf keinen Fall Juri, das ist das sieht mir eher aus als Kamerarov. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Bug ist, aber ich gehe mal davon aus, weil hier spielt man ja eindeutig Juri. So. Also wie gesagt, ich denke mal, das ist eindeutig ein Bug, weil Juri sieht anders aus. Wie gesagt, die Drohne kann eigentlich kaum sterben, auch Veteran wird es ein bisschen schwieriger. Ich mein Freund. Jetzt hört er auch nicht, dass die nicht überhitzen kann, die Gänse, die hier vorne dran hängen. Machen wir. Kann man einfach alles aufbauen. Wie gesagt, das Ding ist eigentlich ganz nice. Hier kann man alles verbomben mit dem Granat. Hier kommt dann noch ein Helikopter hoch. Der ist erledigt. Ja, letztendlich wird das Ende dieser Drohne, also der kleinen Fahrzeugdrohne, der Helikopter. Uh-oh. Flackerns. So, ich habe jetzt hier keine Munition mehr. Wir sind beim Heli. Jetzt geht's wieder. Schön ist, dass die ganze Geschichte sich auf der generiert wieder. Diese fast eigentlich jedes. Nein! So. Das war das Problem da oben. So, jetzt das letzte Intel-Item ist eine ziemlich haarige Angelegenheit. Liegt nämlich hier oben. Ich habe es schnell mitgenommen. Keine weitere Zeit für die Mission, einfach mitnehmen. Damit wäre das vierte auch gefunden für die Mission. Wir müssen hier einfach lang, bis die Drohne letztendlich erwischt. Das passt doch.
Oh, oh. Das wird nicht gut, das wird zu viel rübergezogen. Müssen wir jetzt vor allem den Grundstücken der Gebäude ausweichen. Damit man ein schönes Flüsschen hier landet. Und den... Also auf dem Stein landet man ja eigentlich nie. So. Dann wird die Mission auch abgeschlossen. Blub, 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 blub. Es ist schön realistisch, wie das hier alles ist. So. Das war's. Jetzt wird noch abgeholt und ja. Da ist er! Da ist Drohne nochmal. Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Karov. Wer zum Teufel ist denn Juri?